Ja, es wird jetzt wahrscheinlich auch gleich losgehen. Solche Parteitage können wegen organisatorischer Vorbereitung nicht immer pünktlich auf die Minute beginnen. Wir nutzen das für ein weiteres Gespräch. Bei uns ist Rüdiger Lukassen, der Landesvorsitzende der AfD in Nordrhein-Westfalen, einer der mitgliederstärksten Verbände. Herr Lukassen, Alice Weidel hat ja vor wenigen Minuten bekannt gegeben, sie stünde nicht zur Verfügung für eine Spitzenkandidatur, egal in welcher Konstellation. Ihnen sagt man da ja auch Ambitionen nach, Spitzenkandidat für den Bundestagswahlkampf zu werden. Erleichtert Ihnen das jetzt das Geschäft und sind Sie vielleicht entgegen Ihrer bisherigen Meinung sogar jetzt dafür, dass auf dem Parteitag schon eine Entscheidung fällt? Also die Entscheidung von Alice Weidel spielt für meine Überlegungen keine Rolle. Maßgeblich ist für mich, dass der Bundesvorstand die Online-Befragung initiiert hatte und das Ergebnis eindeutig ist, dass im Rahmen einer Urwahl die Spitzenkandidaten gewählt werden sollen. Jetzt könnte es ja durchaus sein, das ist völlig offen, dass es heute schon zu einer Entscheidung kommt, wenn diese Frage auf die Tagesordnung kommt. Das werden wir in der nächsten halben Stunde wissen. Wenn heute schon über die Spitzenkandidatur für den Bundestag, egal in welcher Konstellation, Duo oder Team, entschieden wird, stehen Sie dann zur Verfügung? Würden Sie sich dann trotz Ihrer Haltung zu der Entscheidung heute dann zur Verfügung stellen? Also meine Haltung bleibt dieselbe dann und ich stehe dann nicht zur Verfügung. Was spricht eigentlich gegen eine Entscheidung heute? Denn der Bundesparteitag ist ja durchaus legitimiert. Die Basisorganisation, natürlich auch in Nordrhein-Westfalen, bestimmen ja die Delegierten, die nach Dresden kommen. Also die Basis, die Mitglieder sind ja hier vertreten durch die Delegierten, die diese Meinung delegiert haben. Ja, die Basis ist ja hier vertreten. Also ist ja auch der Bundesparteitag legitimiert, die Spitzenkandidaten, Kandidatinnen zu küren. Was ich bedauere und was uns fehlt oder jetzt muss man sagen gefehlt hat, ist der Aufbau der Kandidaten. Das heißt die innerparteiliche Diskussion, wie gehen wir ins Rennen, sondern wir haben es dann, wenn heute entschieden werden würde, wir würden es auf Parteitag machen wollen, dann gehen wir heute erst auf den Punkt. Und die Gefahr besteht, dass wir meinetwegen einen wählen, und den zweiten dann in einer Wettbewerbssituation. Und wir würden dann ein Kandidatenteam haben, das heute quasi geboren wird, inauguriert wird. Und das halte ich für schlecht. Aber das ähnelt ja der Situation 2017. Da war ja im April 2017 in Köln, wurde ja das damalige Spitzenkandidatenduo Alice Weidel, Alexander Gauland auf den Schild gehoben. Auch da waren ja noch nicht alle Kandidaten für die Bundestagswahl bestimmt. Also da wurde trotzdem vorher schon das Spitzenkandidatenduo benannt und auch sozusagen legitimiert. Warum soll das dieses Mal schlechter sein als vor 4 Jahren? Ja, es ist eben so eine Sache mit den Vergleichen. Jetzt sind wir 3,5 Jahre schon stärkste Oppositionspartei. In 2017 waren wir noch nicht im Bundestag. Wir haben uns anders etabliert. Persönlichkeiten haben sich herausgeschält. Ich nehme mich als Beispiel. Das ist vielleicht auch ein Maßstab. Und da gelten jetzt andere Voraussetzungen. Und die müssen wir sauber aufbauen. Und in einer Online-Befragung, die ja nur bis Ende Mai gehen würde und an die sich der Bundesvorstand dann gebunden halten wird, ist eigentlich noch Zeit genug. Auch die Grünen werden erst 11. bis 13. Juni letztendlich wählen. Wäre denn ein Duo oder ein Team, das jetzt schon nominiert bzw. bestellt wird auf dem Bundesparteitag, aus Ihrer Sicht delegitimiert? Delegitimiert? Ja. Nein, das will ich sagen. Der Parteitag ist das oberste Gremium unserer Partei. Und wenn die Mehrheit der Delegierten heute demokratisch und nichts anderes tun wir, darüber entscheidet, es so zu wollen, dann ist das so. Absolut. Sie wollen also auf jeden Fall eine Urwahl haben. Die Mitgliederbefragung wollte das ja auch. Da haben allerdings nur 25% der Parteimitglieder mitgemacht. Hat zwar eine überwältigende Mehrheit für die Urwahl, also die Wahl durch die Mitglieder direkt, ergeben, aber 25% sind ja auch nicht sehr viele. Also ich will nicht sagen, dass ich für eine Urwahl bin, nur sie ist nun mal initiiert worden und das Ergebnis steht. Natürlich ist 25% nicht viel, aber von diesen 25% haben fast 87% für eine Urwahl entschieden. Und wir sind die Partei, die Basisdemokratie und deren Prozesse immer nach vorne stellt. Und deswegen müssen wir uns auch jetzt daran halten. Wir können nicht so ohne weiteres ein Viertel der Mitglieder negieren.
Gegen die Urwahl wurde ja auch immer wieder ins Feld geführt. Das muss organisiert werden. Möglicherweise auch durch Corona wird dann der Ablauf und die Vorbereitung möglicherweise auch behindert durch die durch den Lockdown und Ähnliches, dass das möglicherweise erst im Juni dann zu einem Ergebnis kommt. Und dann sagen manche, wenn im Juni, also kurz vor der Sommerpause, erst das Spitzenkandidaten-Duo oder das Team feststeht, da kann man eigentlich gleich ganz drauf verzichten, denn im September ist ja Bundestagswahl. Die hätten einen viel zu kurzen Zeitraum, um sich in der Öffentlichkeit zu profilieren. Das sehe ich nicht, kurz und heftig. Es ist so, dass wir sprechen immer über eine Urwahl. Im eigentlichen Sinne wäre das ein Mitgliederentscheid. Der soll ja aber nicht durchgeführt werden, sondern wieder eine Befragung, an dessen Ergebnis sich dann der Bundesvorstand gebunden fühlt. So ist das Verfahren und deswegen geht es auch schneller. Und das Ergebnis kann bis Ende Mai feststehen. Und das hat vor allen Dingen auch den Vorteil, dass man sich jetzt dann noch in dieser Phase über die Kandidaten unterhält, was wir jetzt zurückliegend nicht in dem Maße gemacht haben. Nehmen wir sie bei ihr Beispiel. Alice Weidel hat heute erst entschieden, nicht zu kandidieren. Also das ist ja, wir sind ja situativ hineingeworfen. So haben wir noch 6 Wochen und die sollten wir nutzen, über die Kandidaten zu sprechen und dann eine Wahl zu treffen. Gut, das ist jetzt im Moment insofern Spekulation, alles, weil wir nicht wissen, was auf dem Parteitag wirklich entschieden wird. Eines wissen wir auf jeden Fall, auf dem Parteitag, wenn das Spitzenkandidatenteam, das Duo, gekürt wird, dann ist Rüdiger Lukassen nicht dabei. Haben Sie ja hier verkündet, nur bei einer Urwahl. Wenn es um ein Duo geht, bin ich nicht dabei. Soweit Rüdiger Lukassen jetzt im Phoenix-Interview. Vielen Dank, dass Sie da waren. Ich danke Ihnen.